Moin Leute, wenn es in der Energiewende aktuell irgendwas Ultrawichtiges gibt, dann ist es die Digitalisierung dieser. Denn das ist das Rückgrat der gesamten Bürgerenergiewende und das hat in fast ganz Gallien, Europa meine ich natürlich, auch schon super geklappt. Was? Ganz Gallien? Nein. Denn ein kleiner Flecken setzt sich heftig zur Wehr. Ja, das gute Germanien natürlich, denn hier herrscht einfach der tapfere Häuptling Digitalisier-Nix und der würde wirklich nicht weit kommen ohne seinen treuen Gehilfen Bürokraterix Formularix. Und heute geht's um das vermutlich wichtigste Thema aktuell überhaupt und das ist die Digitalisierung des Stromnetzes. Dazu zählt natürlich auch der Smart Meter Rollout. Wir schauen uns heute an, was das eigentlich ist, warum das so wichtig ist, wo es hakt, was man besser und vor allem auch einfacher machen könnte und auch was die Parteien hier so planen, unter anderem auch die CDU und AfD. Und wir werfen auch einen Blick in die Welt und schauen, wie die anderen Länder, wie zum Beispiel China, das mit der Digitalisierung, aber auch mit Erneuerbaren und Kernkraft machen oder wie es da gerade läuft. Und ihr werdet verdammt überrascht sein, das verspreche ich euch. Das ist ein guter Zeitpunkt, um auf den Sponsor des heutigen Videos aufmerksam zu machen und das ist Tado. Die bieten eine intelligente Wärmepumpensteuerung in optionaler Kombination mit dynamischen Stromtarifen und die sind von Avatar und zwar als einfachen Nachrüstsatz, also für viele bestehende Systeme, was ziemlich cool ist und jetzt direkt die Frage, was bringt dir das eigentlich und wie funktioniert das? Ja, das erste ist einfach eine Effizienzoptimierung deiner Luftwärmepumpe. Also Wärmepumpen, die als Wärmequelle quasi die Außenluft haben, funktionieren erheblich effizienter, wenn es draußen wärmer ist. Und zusätzlich ist so ein Haus ja einfach thermisch super träge. Es ist quasi wie ein riesiger Wärmespeicher, so ein Haus. Und genau das kann man ausnutzen. Also bei sehr kalten Phasen die Leistung der Wärmepumpe so ein bisschen reduzieren und so bares Geld sparen. Der nächste Punkt ist, besonders so in der Übergangszeit muss man halt schon oft heizen, hat aber auch oft noch viel PV-Strom. Und durch die smarte Steuerung wird die Wärmepumpe dann besonders bevorzugt betrieben, wenn viel PV-Strom da ist. Und das ist mega sinnvoll für den Geldbeutel, aber auch für unsere Stromnetze tatsächlich. So, und kombiniert man das ganze Tado-System jetzt auch noch mit dynamischen Stromtarifen von Avatar, also die schon eh eine Kooperation haben, das heißt, das kriegt ihr quasi als Bundle, so kann man auch hier wieder die Trägheit bzw. die Wärmespeicherung des Hauses nutzen, um verstärkt bei günstigen Strompreisen zu heizen. Und das ist auch mega sinnvoll für euren Geldbeutel, aber genauso auch für unsere Stromnetze. Ja, und ihr könnt natürlich auch alles zusammen machen und das bietet dann natürlich das Maximum an Ersparnis. Wenn du diesen Gutscheincode benutzt, zahlst du für die ersten 6 Monate keine Grundgebühr für alle Tado Home Tarife und bekommst nach der Anmeldung des Tarifs auch einen Gutschein für deinen Heatpump Optimizer von Tado. Für die ersten 1000 Kunden kostet der Heatpump Optimizer so nur 49 statt 249 Euro. Okay, zurück zum Thema. So, fangen wir erstmal einfach an. Was ist überhaupt ein smarter Zähler, IMSI, Smart Meter Gateway, moderne Messeinrichtung, intelligente Messeinrichtung und so weiter? Unser lieber Planlosix schaut da ziemlich blöd aus der Wäsche, denn diese ganzen Wörter beschreiben eigentlich nur 2 poplige Geräte und das war's. Und das macht's halt so kompliziert, es überhaupt zu verstehen. Ich erkläre euch das jetzt mal ganz einfach und dann habt ihr es auch verstanden. Also, das Ding da unten, das ist jetzt der neue Stromzähler oder auch moderne Messeinrichtung genannt. Das sind die beiden Begriffe, die es dafür gibt. Und das Ding ist halt ein Stromzähler, das heißt, der zählt jetzt quasi im Sekundentakt, was bei euch so an Strom durchgeht, aber auch welche Spannung herrscht und so weiter. Und diese Daten liegen jetzt digital vor, das ist also sehr nützlich. So, und das Smart Meter Gateway, also dieser kleine Kasten da oben, der verschickt die Daten dann über eine SIM-Karte, also über das Handynetz an den Messstellen oder Netzbetreiber. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, denn voll oft hat man im Keller keinen Empfang und das bedeutet, da muss auch noch irgendwie so eine blöde Antenne verbaut werden. Also auch das kommt ganz gerne mal vor. So, und jetzt nochmal, damit ihr diese wunderbaren Begriffe auch wirklich checkt. Ich weiß, das ist richtig ätzend und die kann man sehr schnell durcheinander bringen. Der Kasten unten misst, was bei euch abgeht und schickt diese Daten dann an den Kasten oben, also das Smart Meter Gateway. Und dieses schickt dann die Daten an den Netz- oder Messstellenbetreiber. Also unten messen, oben verschicken. So kann man sich jetzt hier in diesem Bild merken. So, und jetzt noch das Letzte und das ist das Wichtigste. Der ganze Klatsch zusammen, also die beiden Geräte zusammen, der Stromzähler und dieses Gateway. Dafür gibt es jetzt verschiedene Begriffe und das sorgt auch gerne mal für Verwirrung. Beides zusammen nennt man jetzt Smart Meter, IMSIS oder intelligentes Messsystem. Okay? Also nochmal, der Stromzähler unten, moderne Messeinrichtung, das ist der Begriff dafür. Die beiden sind die gültigen Begriffe dafür. Dann gibt es noch das Smart Meter Gateway, das heißt wirklich einfach nur Smart Meter Gateway, da gibt es nur diesen einen Begriff. Beides zusammen, also Smart Meter Gateway und Stromzähler,
Das ist dann das Smart Meter, das IMSIS oder intelligente Messsystem. Total einfach, oder? Kann man sich richtig gut merken. Am Ende der Folge zeige ich euch auch noch ein paar Projekte, also DIY-Projekte oder auch Firmen, die das anders umgesetzt haben und das viel einfacher hinbekommen haben, also deutlich simpler als das. Denn ohne die Information, was jetzt verbraucht wird, kann quasi überhaupt nichts Variables kommen, also keine dynamischen Stromtarife, kein variable Netzentgelte, also wirklich nichts, ne? Also diese ganzen freiwilligen Sachen, die man machen kann, aber nicht muss. Und was auch wichtig ist, wir kennen den Zustand unserer Niederspannungsnetze nicht. Das heißt, euer Netz im Dorf oder in der Stadt zum Beispiel, da gibt es gar keine Informationen, denn die Transformatoren, die sind meistens überhaupt nicht digitalisiert. Das heißt, die wissen oft überhaupt nicht, wie der Zustand da aktuell ist. So, mit diesem Smart Meter und dem Smart Meter Gateway hat der Netzbetreiber jetzt aber schon eine gewisse Information. Und das kann man natürlich nutzen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, ne? So, und weil diese Dinger so wahnsinnig wichtig sind aktuell, hat sich das BMWK 2022 gedacht, geben wir mal richtig Gas, und hat dann dafür gesorgt, dass die Smart Meter Gateways Pflicht werden. Ab einer gewissen Grenze, dazu kommen wir gleich auch. Und auch die Kosten für euch gedeckelt werden. Und schwupps, kam jetzt richtig Schwung in die Sache rein. Nur noch mal zur Erinnerung, es sind beide Kästen von oben hier mit gemeint. Also der Zähler und das Gateway, was dann verschickt. Also nur damit ihr das hier noch mal ganz klar... Ich weiß, die Begriffe sind ätzend und ich komme auch oft durcheinander. Nur damit ihr es noch mal wisst. Okay, 2 Jahre später dachten die sich aber, oje... Da bekommen wir aber Angst, da kommen einfach viel zu viele Nullen und Einsen auf uns zu und jetzt müssen wir mal lieber den Schwanz einziehen, ne? Und das ist dabei rausgekommen. Diese Änderungen sollten kommen und ich hoffe, dass das jetzt gekippt wird, weil zum jetzigen Zeitpunkt, also zum Dreh heute, war jetzt der Punkt, wo halt Scholz gesagt hat, dass er den Lindner rausschmeißt und dass halt bald Neuwahlen vermutlich anstehen werden. Also das ist jetzt gerade der Punkt, den ich habe, aber wann genau und so weiter, ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. So, warum ist das so ein Problem? Die Pflicht, so ein Ding einzubauen, oder persönlich würde ich eher sagen, es ist ein Recht, weil es wirklich hilfreich ist. Also ich zum Beispiel bräuchte gerade so ein Ding und warte darauf, war bisher ab 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Das haben zumindest schon einige Haushalte. Mit Wärmepumpe und E-Auto kommt man da recht schnell drauf. So, jetzt wurde das aber angehoben auf 10.000 Kilowattstunden und das ist ein Riesenunterschied, da jetzt kaum noch Haushalte darunter fallen. Also 10.000 ist schon echt eine Hausnummer. Und ihr könnt euch aber auch freiwillig melden und euch so ein Ding einbauen lassen. Also wenn ihr es zum Beispiel braucht und sagt, ich würde gerne zum Beispiel in die Direktvermarktung gehen oder so, her damit, mache ich. Und da möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, zum Beispiel Leute, die in die Direktvermarktung gehen, also die quasi nicht mehr so eine fixe Einspeisevergütung bekommen, sondern eine dynamische Einspeisevergütung, die mit dem Börsenstrompreis schwankt, das sind Leute, die sich und ihren Akku dann mit ziemlicher Sicherheit für das Netz einsetzen. Das heißt, die verwenden ihren Akku dann netzdienlich. So, und die tun eigentlich was hier für die Gemeinschaft und die werden damit bestraft. Also das muss man sich jetzt hier wirklich nochmal ganz klar machen, was da passiert. Und für diese Leute haben sich die Kosten für den Einbau verdoppelt. Außerdem kosten die Teile jetzt auch noch 30 statt 20 Euro jährlich. Klar, das sind alles keine riesigen Beträge, aber trotzdem ist es irgendwie so die falsche Richtung. Also ich verstehe das einfach nicht. Warum bestraft man diese Leute denn noch? Und ganz besonders diese erhöhte Kilowattstundenanzahl nimmt richtig Druck aus dem Kessel. Leider den Druck aus dem falschen Kessel, denn hier brauchen wir Druck. Der wäre hier absolut angebracht. So, und der BNE zum Beispiel geht davon aus, dass sich der ganze Ausbau um weitere 2 Jahre verzögert dadurch. Und ich weiß, da kommen jetzt bestimmt wieder Kommentare wie, das ist der deutsche Sonderweg. Schauen wir uns doch mal an, was der Rest so treibt, ob das wirklich so ein Sonderweg ist oder ob wir nicht eigentlich mega hinten dran sind. So, hier seht ihr, wie weit der Smart Meter Rollout in anderen Ländern der EU fortgeschritten ist. Wir gucken uns auch gleich die ganze Welt mal an. Scheinbar nehmen einige Länder das wirklich ernst und sind eigentlich schon durch. Die haben das geschafft. Und dieses peinliche Schlusslicht, was ihr da hinten seht, das ist geleitet vom Häuptling Digitalisier nix und das sind leider Gottes wir. Der Ausbau stockt schon sehr lange und hätte schon vor vielen, vielen Jahren mit Hochdruck betrieben werden sollen. Das ist jetzt nicht nur eine Schuld der Ampel, sondern das geht wirklich weiter zurück. Und da können wir uns jetzt direkt die Frage stellen, da ja vermutlich als nächstes die CDU regieren wird, haben die dazugelernt? Und das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Vorher schauen wir uns aber mal weltweit an, was da so passiert. Und ihr seht, Europa ist hier tatsächlich eher Schlusslicht. Also ganz Europa. Wobei ich dazu sagen muss, die Daten von Europa sind etwas älter. Also ihr seht, die Daten sind aus unterschiedlichen Jahren. Man kriegt die jetzt nicht alle so super vergleichbar. Das ist halt das, was wir bekommen haben. Das heißt, Europa dürfte hier höher liegen, da diese Art Daten von 2020 sieht. Ja? Überlegen wir uns mal ganz kurz. Deutschland hat 14% aktuell. Wir wären auf Platz 2 von hinten. Auch China hat da schon ziemlich gut vorgelegt und ist immer mehr Vorreiter, was die Energiewende angeht. Also wirklich insgesamt ist es Wahnsinn, was da abgeht. Zieht euch auch das hier mal rein.
Hier seht ihr, was aktuell an Erneuerbaren ausgebaut wird. Und China baut 2024 alleine so viel aus wie alle anderen Länder der Erde zusammen. Also von einem Sonderweg kann da überhaupt keine Rede sein. Im Vergleich dazu, weil das immer wieder aufkommt, die Debatte, baut China aktuell 34 Gigawatt an Atomkraftwerken. Also das ist gerade mal ein Zehntel der im Bau befindlichen erneuerbaren Energien. Also auch das ist kein Sonderweg. Schaut man sich die weitreichenderen Pläne an, ist es noch krasser, denn ca. 700 Gigawatt an Erneuerbaren sind geplant und 38 Gigawatt an AKWs gerade mal. Also da kann man wirklich nicht von einem Sonderweg reden. Und falls euch jemand sagt, die bauen doch nur AKWs oder alle bauen die auf, ist das schlichtweg gelogen. Das passiert nicht. Ich weiß nicht, warum das immer erzählt wird, aber es ist nicht Fakt. Ja, und leider ist auch der Spruch, aber die anderen oder der deutsche Sonderweg, die passen immer weniger. Wir sind nicht mehr so geil, wie wir vielleicht denken. Also wir sind wirklich einfach echt hinten dran und auch bei der Energiewende. Also da muss man halt schon ein bisschen gucken, was passiert da wirklich bei den anderen. Also da hat sich einfach auch viel geändert. Okay, aber jetzt hat man das große Glück und hat so ein tolles Gerät oder diese zwei tollen Geräte, also den Stromzähler und den Smart Meter Gateway, eingebaut bekommen. Und dann kann man seine Daten mit voller 15-Minuten-Auflösung abrufen. Also das heißt, ich kriege Daten immer für den 15-Minuten-Block. Da kann man jetzt sagen, WTF, 15 Minuten, Leute, ich brauche den Scheiß am besten sekündlich. Wenigstens in 10 oder 60 Sekunden Auflösung. Also, und wisst ihr, wer das super hinbekommt? Unternehmen wie Tibber zum Beispiel oder ein Open-Source-Projekt namens Volkszähler. Die nutzen einfach die IR-Schnittstelle, also die Infrarot-Schnittstelle am Stromzähler und senden die Daten dann einfach übers stinknormale Internet oder übers lokale Netzwerk. Funktioniert wie eine 1. Also ich habe beides schon ausprobiert und beides läuft echt top. Und auch bei zum Beispiel Anbietern wie Tibber oder auch Avatar kann man die Daten tatsächlich dann noch über deren API kostenlos abrufen. Also auch das kann man dann in irgendwelchen Smart-Home-Systemen super verwenden. Ja, und bei dem Open-Source-Projekt Volkszähler braucht ihr nur einen Mini-Raspberry Pi, also wirklich, ob so ein Nano reicht. Den hängt ihr dann mit so einem IR-Lesekopf an den Zähler. Das kostet echt nur ein paar Euro und dann ist das Ding, funktioniert es wunderbar und ihr habt da gar kein Internet, was ihr nutzen könnt. Das ist halt sogar cloudfrei, ist auch geil. So, was planen die CDU und die AfD hier eigentlich? So, die aktuelle Regierung hat mit diesem Rückzieher eher enttäuscht, muss ich zugeben. Auch wenn die in anderen Gebieten natürlich sehr viel Gutes auch gemacht haben. Also gerade was die Erneuerbaren angeht, muss man sagen, ist da vieles vorwärts gekommen. Gerade durch dieses Solarpaket 1 zum Beispiel. Trotzdem war dieser Rückzieher wirklich nicht gut einfach. So, und wie sieht die CDU das eigentlich in ihrem neuen Energiepapier? Das ist ja vor kurzem erst rausgekommen, da haben sie zumindest mal so eine Idee gegeben, was haben die eigentlich vor? Und es war erstaunlich positiv, also ich war wirklich eher positiv überrascht. Da wird dann nämlich von einem Smart-Meter-Turbo gesprochen, muss schneller gehen und so weiter und warum ist das noch nicht? Also da muss ich zugeben, war ich jetzt eher positiv überrascht, wie viel Power doch dahinter steckt. Es ist alles sehr, sehr schwammig, also ich weiß nicht, inwiefern man sich da jetzt wirklich drauf verlassen kann oder was das konkret am Ende heißt. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, also das muss ja dann in Gesetze umformuliert werden und was daraus kommt, dürfen wir noch gespannt sein, aber grundsätzlich die Richtung ist erstmal da, also das fand ich erstaunlich. So, und was sagt eigentlich die AfD? Also ich habe es mir extra angesehen, weil viele Leute möchten die auch wählen und deswegen finde ich, sollte man das auch ernst nehmen und sich auch wirklich sachlich und vernünftig angucken, das habe ich getan. Und hier steht wirklich wenig zu dem Thema, also wirklich nur, dass Energiewende schlecht ist, alles Planwirtschaft und AKWs sind toll und das war es aber eigentlich auch schon. Und was mir halt total gefehlt hat, ist ein konkreter Plan, ein Zeitplan. Wie löse ich diese Probleme? Also was wollen die denn ganz genau machen? Ne, auch sowas wie Endlagerung, auch diese langen Bauzeiten von AKWs. Wie soll das denn alles funktionieren? Also da hat man 1000 Fragezeichen. Ja? Auch wie soll das finanziert werden? Solche Dinge sind ja wahnsinnig wichtig. Also mir geht es darum, dass da irgendwas Konstruktives, also irgendwas mit Fleisch, sage ich mal, ja? Yo, Chicken Nuggets! Woran man was kritisieren kann oder woran auch ich arbeiten könnte, das ist da einfach nicht zu finden. Weder im Wahlprogramm noch in den Positionspapieren. Zum Großteil steht da wirklich drin, was alles schlecht läuft und wie man es nicht machen soll. Aber damit kommen wir nicht weiter. Zum Smart Meter Rollout, der weltweit wirklich mit Hochdruck voranschreitet, wird sich in den offiziellen Papieren gar nicht geäußert. Also das finde ich krass. Also das Thema ist einfach wahnsinnig wichtig, aber es äußern sich einige der Abgeordneten zum Beispiel und da kritisch. Zum Beispiel Marc Bernhardt hat befürchtet, dass wir hier eine lückenlose Überwachung bekommen. So, und jetzt ganz im Ernst, Kumpel. Mit dem Scheiß, den wir da haben, überwachst du keine Sau und lückenlos. Also lückenlos. Bitte nochmal, sag's nochmal, lückenlos, ja? Das war jetzt schon Sarkasmus, oder? Also ich meine, ohne Scheiß, wir sind sowas von weit davon entfernt, dass das irgendwie lückenlos ist. Also
Ich krieg das nicht in meinen Kopf, tut mir leid. Ist ja auch wurscht. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Licht ins Dunkel der Digitalisierung unserer Netze bringen konnte und schließe hiermit diese lückenlose Folge ab und wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.